Ich heiße Sie und euch sehr herzlich willkommen heute Abend hier beim Mössinger Orgelherbst. Leider findet das Konzert hier ohne Publikum statt. Umso mehr freue ich mich, dass wir die Möglichkeit haben, dass ihr und sie online zu Hause dabei sein könnt. Heute beim Orgelherbst die Welt des Cembalos. Was hat das Cembalo eigentlich mit der Orgel zu tun? Sie sind sehr ähnlich vom Spielen her. Ich habe zwar beim Cembalo nicht die Füße, aber der Anschlag ist deutlich ähnlicher als im Vergleich mit dem Klavier, weil ich sowohl beim der Orgel als auch beim Cembalo, wenn ich eine Taste drücke, den sogenannten Druckpunkt überwinden muss. Also einen Punkt, der relativ schwer ist, wo aber danach, wenn ich die Taste runterdrücke, der ganze Tastenweg sehr, sehr leicht wird. Und deswegen ist der Anschlag zwischen Orgel und Cembalo sehr verwandt. Deswegen will ich auch heute ein Cembalo-Konzert im Rahmen des Mössinger Orgelherbstes spielen. Die Welt des Cembalos. Das Cembalo oder die Cembalo-Musik hatte ihre Blütezeit zur Zeit des Barock, also 16. bis 17. Jahrhundert bis zum Anfang des 18. Es gibt aber dennoch unterschiedliche Stile. Es haben sich dort je nach Region, je nach Land, haben sich eigene Stile entwickelt. Und so hören wir heute ein Programm, was international ist. Wir fangen an mit einem Stück von Johann Sebastian Bach, sein italienisches Konzert. Also Bach war ein Komponist, der zwar Deutscher war, aber auch in vielen anderen Stilen beheimatet war. Er hat versucht, die Stile der anderen Länder kennenzulernen und hat diese auch nachgeahmt und so ein italienisches Konzert eben in italienischem Stil geschrieben. Danach zwei Stücke von Frescobaldi. Er war Italiener. Zuerst die Bergamasca aus den Fiori Musicali und danach die Toccata Prima. Danach eine lange Sammlung, die achte Ordnung des französischen Komponisten François Couperin. François Couperin hat viele kleinere Stücke geschrieben und diese dann in sogenannten Ordnungen zusammengefasst. Da hören Sie heute die achte Ordnung, die Huitième Ordre. Und ganz zum Schluss geht die Reise nach Spanien zu Antonio Soler Fandango. Ich wünsche Ihnen und uns viel Spaß. Thank you.
Ohne uns wird's still. Diese Initiative der Freischaften Musiker will darauf aufmerksam machen, dass die Musiker zurzeit keine gute Zeit haben. Und ich möchte einfach darauf hinweisen, weil es eine gute Möglichkeit ist, dass die Musiker zurzeit nicht die beste Zeit haben, die Freischaffenden. Ich habe das Glück, dass ich hier bei der Kirche angestellt bin, aber die Initiative Ohne uns wird's still möchte auf die freischaffenden Musiker hinweisen, und das möchte ich einfach tun, weil wir eine große Musikergemeinde sind und ich möchte einfach darauf hinweisen. Ohne Publikum wird es aber auch still. Es ist eigenartig, hier zu sitzen und fertig zu sein, und da spielt keiner mehr, und da
da applaudiert keiner, da ist keiner da, für den man direkt spielt. Ich hoffe, die Musik kam trotzdem rüber. Wenn es Ihnen gefallen hat, freue ich mich, wenn Sie uns eine Spende dalassen, wie ich sonst sage. Sie haben zwei Möglichkeiten. Das eine ist der QR-Code, der gleich eingeblendet wird über die Plattform Better Place oder der Link in der Beschreibung. Die zweite Möglichkeit wäre eine einfache Überweisung an die Kirchengemeinde. Die Kontodaten finden Sie auch unten in der Beschreibung und gleich werden sie eingeblendet. Vielen Dank, dass ihr und Sie dabei waren und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie gesund.